Ja, ich bin mit der Geschäftsreise auch auf dem Kamel geritten und auf dem Hund, auf so einem großen Alpenhund, so ein Werner Dackel. Hallo! Ich bin's, der Gutschlöder da! Der Dummbabler ist heute im Urlaub und ich muss heute die Vertretung machen. Oh, meine Aufgabe ist es doch zu gucken, ob die eh schon wie betrüge da in dem Spiel. Vielleicht lüge die sich auch. Oh, ich mal gucken. Passt gut, Obach. Man kann in manchen Spielen durch die Wand gucken oder Pokémon fangen und ich muss genau gucken, ob die das so auch machen. Und wenn die das so machen, dann ist aber der Teufel los. So sag ich aber, ist der Teufel los, weil ich ganz fuchsig dann. Ich war schon länger nicht mehr da, aber ich war auf Geschäftsreise mit meiner Frau und habe mir ein neues Brillengestell geholt. Ich habe noch nie Glas in meiner Brille drin gehabt, das sind einfach mal Arge, aber ich habe mir ein neues Gestell geholt, weißt du? Für mein Arge. Ich muss mich auch weiterentwickeln. Ach, ich als alter Henning. Okay, okay, der guckt da so rum. Mhm. Aber, aha, okay. Ich kann gerade mal nicht viel bei dem verkennen, da. Ich glaube, das ist einfach jemand, der normal spielt. Ganz normal. Ja, ich bin mit der Geschäftsreise auch auf dem Kamel geritten und auf dem Hund. Auf so einem großen Alpenhund, da, so ein Werner Dackel. Schön, was? Schön, ich sag's euch, ja, ja. Jetzt hab ich da schön da im Studio zu sitzen, vom Babbler drin da. Einfach mal die Seele baumeln lassen da. Und das ist halt einfach mal, das ist das Wahre vom Ei. Das ist das Wahre vom Ei. Aber jetzt pass mal auf, wir dürfen nicht vergessen, was wir da machen. Wir müssen gucken, ob der betrügt in dem Spiel. Wer ist der, dass der da steht? Hat er irgendwie das... Ah, na gut, der hat wahrscheinlich... der Kollege hat gesagt, oh, ach, Henning, da steht einer. Der ist nicht Henning, aber... oh, da steht einer. Und dann hat er gewusst, gut, da steht einer. Ich find's gut, wenn die nicht schielen. Das ist wie Wind auf meinem Mühl. Ha? Das ist super. Wie Wind auf meiner Mühle. Es gibt auch so wenig zu sehen. So wenig, was man da sehen könnte. In dem Ding da. Ich als Profi hab ein bisschen Schwierigkeiten zu gucken. Der steht lang da unten rum. Der stand lang da unten rum. Als hätte er einen Krochen. Ja. Wie so ein Hund, ach gut, die Schnauze hat, nicht? So Bombenschärfungshunde, die Bombe riechen. Die riechen, wenn die Bombe hochgeht, dann rennen dann weg. Also schaffen es halt nicht, aber sowas ist der auch. So ein Bomberhund. Ich habe mich auf meiner Fortbildung auch so ein bisschen informiert mit den Cheaters und sowas. Und ich habe einiges erfahren. Einiges habe ich erfahren, wie was funktioniert, wie was geht. Eigentlich kann er die ganze sehen drinnen. Also er kann sie auch nicht in den Warlex sehen. Das geht nicht so weit. Vorhin stand er deutlich länger da. Jetzt nicht. Hat er vielleicht doch so ein kleiner Waffen Warlex, oder? Jetzt sieht er so wieder, ne? So. Okay. Oh, aber das hätte er wissen müssen, dass da einer steht. Hat er das jetzt versteckelt? Sein, Betrug? Das ist nicht so leicht, ne? Es ist nicht so leicht. Du hast gesagt, ich soll mal sicher sein, wenn ich einen verknack, weil die werden ja richtig ins Gefängnis geschmissen, ne? Ja. Ich hol die dann ab. Später. Beim Gefängnis habe ich so ein Gatter mit Giraffe und da werden die kaputt genudelt. Deswegen ist genau wichtig zu gucken, ob der jetzt. Guck mal da! Ah, das war normal, oder? War das normal? Ich glaub schon. Jetzt warte halt wieder ein bisschen länger auf den Do, ne? Ah, ich. Gut, gut. Ich denk wohl, dass der so ein bisschen durch die Wand gucken kann, der Dreckarsch. Der wartet so ganz lang da rum. Und jetzt ist auf einmal keiner mehr da. Wer weiß es, dass da keiner mehr kommt? Aha, woher weiß denn der? Das ist eine gute Frage. Was fragst mich das so denn? Als wenn ich das wüsste. Er stand vorhin ganz lang da rum. Er kann jetzt keiner sehen. Ach, wenn er Wallhack hat, kann er keiner sehen. Jetzt bin ich mal uneins. Jetzt bin ich mal ganz schön innerlich zerrittelt. Ich kann den einfach nicht verknacken. Der kommt gerade zum blauen Ohr davon. Aber jetzt ist er halt doch wieder schon... Jetzt gucken wir mal genau noch, wie der zielt. Guck mal auf sein Fadenkreuz. Aber oh, scheiße, ging das schnell. Das konnte ich gar nicht drücken. Wenn der Dummbabler wischt, was ich wieder für schwierige Fälle hätte. Weißt du, der Dummbabler hat so ganz leichte Fälle. Der dreht sich in einem Kreis und sagt er, ja, der spinnt und dann ist gut. Und ich habe wieder so einer, der halt irgendwie anders war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, ich will mein bestes Willen nicht, aber das. Er hat es halt super gut versteckt, wenn er es hat. Na? Ich bin mir nicht sicher. Da muss ich auf den Weg drücken. Ich will mir einfach, das muss das Babbler wieder machen, wenn er kommt. Ich kann sowas nicht so gut, weißt du? Ich habe ja ein verkrümmtes Auge bei sowas. So ein Knick praktisch in der. In der Haptik. Gut, gut, gut. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zugucken. Ich hoffe, der Babbler ist noch ein bisschen weg, dass ich da was rekorden kann. Weil ich finde seine Videos nicht so gut. Weil ich, wenn ich komme, mache ich halt Qualität statt das von dem. Ja, komm. Es muss lange, wie ich den Zins. Den Zins ans Einze. Gedrückt. Vielen Dank fürs Zusehen. Unterstützt meine Familie mit einer kleinen Spende vom Roten Kreuz an die Tafeln. Dankeschön. Ja, was der da Sache hat. Guck mal, das ist doch ein Banker. Das hatten der da für Dinger da rumliegen, hä? Guck mal, da ist ein Schader. Und so ein Mädchen war von da los mit dem. Was hatten der da? Hyperwisch, diese Scheiße aus.